Jo, hallo und herzlich willkommen zum versprochenen Tutorial. Wie werde ich overpowered in Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX? Ja, also als allererstes möchte ich sagen, es gibt hier mehrere Methoden dazu. Jeder bevorzugt eine andere Version. Es gibt eine Version, da müsst ihr die Tiefenruine einfach durchspielen mit mehreren Pokémon im Team, die noch nicht maximiert sind. Dort gibt es nämlich diese Verstärkungs-Items in den Wänden. Da braucht ihr dann eine bestimmte Fähigkeit, ein Talent für. Und dann könnt ihr die Wände kaputt reißen und die Items einsammeln. Danke nochmal an Jul. Den Kommentar blende ich hier ein. Jul hat das Talent genannt und mich einfach nochmal darauf hingewiesen, dass die Methode auch funktioniert. Ich möchte euch hier aber meine Methode vorstellen, aus dem einfachen Grund. Die könnt ihr schon früh im Spiel benutzen. Sie ist wirklich einfach. Und ihr bekommt nicht nur die Verstärkungs-Items, sondern ihr bekommt auch noch hilfreiche Orbs, Belebersamen, Top-Elixiere, Retterpunkte und Geld. Was müsst ihr dafür tun? Ihr geht einfach zur Pelipper-Post, da benutzt ihr am besten den Tunnel von Ligda, einfach wenn ihr bei euch an der Base seid, weil dann seid ihr direkt da. Und ihr geht zur Option einem Freund helfen. Und ihr sucht über das Internet nach Missionen, bei denen ihr helfen könnt. Ich habe gerade drei aufgenommen, nämlich in der Solarhöhle. Genau. Dann nehme ich mir jetzt gerade noch für mich persönlich einen weiteren an. Den wollte ich für mich dann später machen. Ihr seht hier direkt, es gibt hier Dutzende Aufträge in verschiedenen Dungeons. Das sind alles echte Spieler, die in diesem Dungeon leider K.O. gegangen sind und jetzt übers Internet nach Hilfe suchen. Ihr seht aber schon, da steht fast überall oder gerade sogar überall noch 7 Tage zur Rettung. Meistens sind die Aufträge schnell weg. Ich schaue gerade, welchen Dungeon ich jetzt am besten für Demonstrationszwecke machen kann. In der Magma-Höhle haben wir ein paar Aufträge. Ihr nehmt einfach die Aufträge an für euren Wunsch-Dungeon und wie ihr sehen könnt, ihr könnt auch Early-Game-Dungeons benutzen. Hier gibt es Stillklamm, Finsterforst ist sehr oft dabei. Donnerberg sehe ich da auch relativ häufig. Die Lapis-Höhle sehe ich auf jeden Fall sehr häufig. Und ihr nehmt die Aufträge an und wenn ihr die Wahl habt zwischen Standard, Spezial oder Deluxe, bei der Belohnung nehmt ihr auf jeden Fall Deluxe. Da kommt das meiste bei raus, an Retterpunkten, an Geld und an Items. Jetzt habe ich hier gerade die letzte Etage dreimal nur auf Standard. Das ist mir persönlich jetzt zu wenig. Vor allem zur Demonstration, also suche ich einfach nochmal neu. Es kann sein, dass ihr alte Aufträge bekommt, meistens bekommt ihr aber komplett neue zugewiesen. Ich habe jetzt zum Beispiel 3 verschiedene in der Lapis-Höhle. Und hier sehe ich direkt 2 Deluxe-Missionen in der Magma-Höhle. Davon nehme ich eine an und alle anderen auf der Etage werden gesperrt. Ich habe noch Platz für 2 Aufträge. Die werde ich mir auch holen. Und meiner Erfahrung nach klappt es mit dieser Methode in der Magma-Höhle und im Himmelsturm richtig gut. Ich persönlich habe noch nicht die Early-Game-Dungeons ausprobiert. Das können wir in diesem Tutorial aber mal machen. Dann nehme ich einfach mal die 2 Deluxe-Missionen aus der Lapis-Höhle. Und wir schauen dann mal, welche Belohnungen es da gibt. Und wenn da nicht die Belohnungen drin waren, probiere ich es noch ein, zwei Mal in den einfachen Dungeons. Ich schneide euch dann den Dungeon raus. Und blende euch dann die Belohnung am Ende ein. Wenn ihr alle Missionen angenommen habt, die ihr machen wollt, das ist euch überlassen, wie viele ihr annimmt auf einmal. Geht ihr auf das Pelipper-Portal ganz oben und geht dann zu den Dungeons. Hier seht ihr dann schon, welche Aufträge ihr für welchen Dungeon angenommen habt. Ich habe jetzt zum Beispiel 2 in der Lapis-Höhle, die ich jetzt machen möchte. Eure Teams, die ihr eingestellt habt, sind auch vorhanden. Dann müsst ihr euer Team auswählen. Und ihr bekommt automatisch die Items zugewiesen, die ihr normalerweise im Inventar habt. Allerdings muss dieses Item dann in
im Kangama-Lager sein. Also am besten farmt ihr euch die Items, die ihr wollt, immer doppelt. Habt ein komplettes Inventar im Kangama-Lager, dann kriegt ihr das hier auch immer zugewiesen. Dann betretet ihr den Dungeon ganz normal. Und wenn ihr so wie ich ein Kurzzeitgedächtnis habt, dann geht ihr nochmal hier auf angenommene Aufträge und seht, aha, U10 und U14 habe ich den Auftrag. Ich schneide euch mal den Dungeon raus, bis wir bei U10 sind. So, wir sind jetzt bei U10 angekommen. Und in den Early Game Dungeons bis hin zum Himmelsturm sehen wir ja noch, wo die Pokémon und Items sind im Dungeon. Das ist sehr hilfreich, weil dann könnt ihr direkt zum hilfesuchenden Pokémon eilen. Hier ist es jetzt Ineko. Und ein ganz normales Pokémon ansprechen, es wird nach Hause teleportiert. Das ist wie eine normale Mission von der Pokémon, die ihr annimmt. So, dann werde ich jetzt noch zu U14 weiterlaufen, wo Pikachu auf uns wartet. Wir sehen uns dann. So, da sind wir, letzte Etage. Nur noch Pikachu retten. Ich muss kurz wechseln, weil sonst greift U mich auch mit an. Das möchte ich vermeiden. Und einfach Pikachu retten. Wunderbar. Jetzt bin ich selbst gespannt, wie die Belohnungen von noch einfacheren Dungeons aussehen. Die habe ich nämlich noch nicht so gemacht mit der Methode. Ihr werdet nach dem Dungeon wieder zur Post zurückteleportiert. Dann bekommt ihr die Belohnungen. Und es sind dieselben wie bei den schweren Dungeons, ne? Ihr seht direkt zweimal Calcium, zweimal Carbon, zweimal Protein, 175 Retterpunkte und 400 Geld. Dann bekommt ihr die Retterpunkte gut geschrieben, schickt den Brief weg, dass das hilfesuchende Team auch Bescheid weiß, später, wenn es das Spiel wieder anmacht, so, ey, ich wurde gerettet, geil. Nächste Belohnung, perfekt. Zweimal Zink, zwei Lebenssamen und zwei Regenbogengummi. 175 Punkte und 400 Gold. Perfekt. Und die Mitteilung kommt dann auch wieder weg. Und da kann ich euch direkt am Anfang empfehlen, später einfach die Post zu verlassen, nachdem ihr einmal ein paar Missionen ausgeführt habt. Dann geht ihr über den Tunnel zurück, geht zu einem Retterteam-Camp. Das ist ganz egal, welches ihr benutzt. Könnt ihr das erste nehmen, was zur Verfügung steht. Dann wählt ihr euer Pokémon aus, was ihr verstärken wollt. Ne, ich kann bei meinem jetzt nur noch Verteidigung und Spezialverteidigung erhöhen. Das mache ich jetzt auch. Ihr seht schon, ich war fleißig, die KP sind maximiert. Angriff, Spezialangriff und Initiative sind maximiert. Verteidigung und Spezialverteidigung dauert auch nicht mehr lange. Bei den Gummis kann ich euch empfehlen, die erstmal dem Pokémon zu geben, dessen Talent ihr ändern wollt. Ich habe gerade Magenfüller und Ru hat gerade EP+. Die möchte ich so behalten, bis wir beide Level 100 sind. Deswegen kann ich ruhig mir selbst noch weitere Gummis geben. Und falls ich ein Talent bekomme, kann ich es einfach verwerfen. Wenn ihr dann Reste übrig habt, irgendwann mal, könnt ihr die ja einfach einem anderen Pokémon geben, wie jetzt zum Beispiel Ruf. So bekommt ihr nach und nach eure Pokémon immer stärker, während ihr Retterpunkte sammelt, womit ihr vor allem am Anfang, wenn ihr noch keinen hohen Rang habt, euer Inventar erweitern könnt. Was sehr praktisch ist, wenn ihr die 48 Item-Slots habt in der Geschichte. Dann könnt ihr mehr Belebersamen etc. mitnehmen.
Und allgemein ist es cool, einen hohen Rang zu haben. Ich habe gerade den Elite-Rang und das nächste wäre Super-Rang, danach kommt Hyper-Rang. Danach kommt, glaube ich, Großmeister und danach gibt es auch noch was, das habe ich mir noch nicht angeschaut, damit ich mich nicht spoilern lassen. Ja, die ganze Methode, die könnt ihr so oft wiederholen, wie ihr wollt. Ne, ich kann jetzt wieder zur Post reingehen. Kann wieder einem Freund helfen. Wieder übers Internet. Und ich kann jetzt für mich zum Beispiel gucken, gibt es was Neues in der Solarhöhle? Ja, gibt es in der U13. Kann ich annehmen. Und wenn ich mal so gucke, Himmelsturm sind welche, Magmahöhle sind immer noch welche. Feuerberg, ganz viele, Donnerberg, Stahlberg. Und wenn ihr mal euch umentscheidet, ihr wollt einen Dungeon nicht machen, könnt ihr auf angenommene Aufträge. Und jetzt kann ich zum Beispiel alle aus der Magmahöhle löschen, weil ich jetzt Solarhöhle machen möchte als nächstes. Die Aufträge stehen dann für andere Leute wieder zur Verfügung. Falls immer noch Hilfebedarf besteht. Und ihr könnt für euch die richtigen zusammensuchen. Einen hilfreichen Tipp kann ich euch noch geben. In Dungeons gibt es ja ab und zu diese blau funkelnden Stellen. Da sind sehr oft Top-Elixiere, Belebersamen oder große Äpfel drin. Sammelt die auf jeden Fall alle ein. Vor allem später in der Magmahöhle, im Himmelsturm und in den U99 oder E99 Dungeons, die auf euch zukommen werden, sind solche Items sau wichtig. Ohne die bekommt ihr sehr leicht sehr große Probleme. Ich hoffe, das Tutorial hilft euch allen weiter. Wenn ihr noch Anregungen oder Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Ich nehme mir Zeit, ich beantworte jeden Kommentar persönlich. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und euch hat das Video gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ja, das war das richtige Deutsch, lol. Und ich würde mich natürlich auch bei allen anderen über einen Daumen hoch freuen. Abonnieren wäre auch super, freue ich mich jedes Mal drüber. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder im nächsten Let's Play. Bis dahin.